weitergehoppelt und willkommen und habt einen erfüllenden Tag auch. Wir sind immer noch am örtlichen Steindierzirkel, dem Ort, wo wir gerade herausgefunden haben, wie anscheinend der aufgeschriebene Magus, den ich jetzt als pickligen Jugendlichen bezeichnet habe, der eigentlich nur ein Skriptkiddy ist und keine Ahnung hat, wie Magie funktioniert, den großen Sturm herbeigesprochen hat, der anscheinend in der Lage war, die Schiffe der Allianz mit dir zu versenken. Wir erinnern uns, im Trailer wurde es eigentlich so dargestellt, ach nee, das war aber der aufstrebende Lord, ne, der da am Tisch stand und in seiner Hand rumgewortelt hat. Der lustige Magus war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt hier irgendwo im Kreis und hat Dinge getan. Und der olle ist gerade tatsächlich ein bisschen Pflaumen im Magen geworden. Das ist echt interessant, ne? Das sind Spielen, wenn man runterfällt, ein Pflaumen im Magen werden kann. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen bei Tor 3 auch suchen. Okay, das ist ein weiterer Ort der Magie. Da freut sich Funke bestimmt total, dass wir wieder da sind. Was gibt's denn hier? Hier gibt es ja noch Quests, aber ich hab meinen Error noch schon lange nicht mehr geupdatet. Vielleicht sind mittlerweile diese verwaisten Questpfeile auf der Karte weg. Hier ist übrigens rechts noch ein Solo-Dungeon, ist das? Ein offenes Verlies. Da muss ich am besten mal am Wochenende reingehen. Das ist halt irgendwas nur ein bisschen fizzelig. Und ich will ja eigentlich nur die Story, wenn es da eine gibt, erleben und nicht mich da irgendwie großartig dran rumärgern, dass es das noch gibt. Achso, der hinten sucht gerade einen Schatz. Ja, das habe ich auch noch nicht, immer noch nicht angegangen. Liegt aber auch daran, dass ich ESO halt auch nie spiele, wenn ich nicht gerade aufnehme. Was ich immer tun muss wegen der Begleiterquest. Und eigentlich ist ESO ein super Spiel, was man nebenbei spielen kann. Also wenn man so das Farmzeug macht. Weil ich verbringe ja viel Zeit, damit irgendwelche Serien oder so zu gucken. Und dadurch, dass ich jetzt irgendwie. Das sieht wie der Ort aus. Ich gebe euch Deckung. Ja, schön. Dadurch, dass ich mal aufnehme, komme ich einfach irgendwie nicht mehr dazu, so wie früher so viele Serien zu gucken. Weil es wäre ein bisschen doof, wenn ich jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, jetzt hier nochmal schnell Love Death Robots im Hintergrund laufen lassen würde. Ah, das macht YouTube bestimmt mit. Hallo Kapitän Kalin, long time no see as well to you. Hallo Fisch. Wir haben es an diesem Platz geschafft. Und was soll man sagen? Hier gibt es eine Art Höhle. Genau wie die Karte es zeigte. Das sollte jetzt keine allzu große Überraschung sein, oder? Man möchte sich eigentlich doch verlassen, dass nach mindestens 1500 Jahren Besetzung dieser Insel, wenn nicht sogar schon wesentlich länger, eigentlich jede Höhle und jeder Ort bekannt sein. Also das, ich meine, allein schon um irgendwie Schmuggler oder so Zeug zu finden, sollte man eigentlich als Herrscher über so eine Insel sehr gut wissen, wo welche Höhle ist. Na, hast du schon überprüft? Ganz allein? Nein, ich habe auf euch gewartet. Ich hätte den Eingang nicht einmal bemerkt, wenn ich nicht danach gesucht hätte. Wahrscheinlich hat der Orden der Emporstrebenden die Höhle deshalb ausgesucht. So ist es mit Inseln und Schiffen. Man findet immer die Ratten. Na gut, ich werde da mal reingehen und gucken, was passiert. Aber nicht allein. Soweit wir wissen, könnte sich der ganze verdammte Orden gerade darin treffen. Mit etwas Glück haben wir die Gelegenheit, den Bastarden an die Gurgel zu gehen, die Speerspitze haben verunglücken lassen. Gehen wir. Da hätte man eigentlich immer Tajik rechnen müssen, oder? Na gut, ich guck mir das an. Okay. Kann ich nochmal drüber reden? Wollen wir einmal sehen, was uns... Ja, sie hat mir den Rücken frei. Natürlich ist mir den Rücken frei. Die Gazettenhöhle bei Tor 3 hat lange Zeit Schmugglerlager und Korsaren versteckt. Und in letzter Zeit haben sich finstere Gestalten und die gelassen. Ich habe ehrlich gesagt, warum habe ich denn jetzt schon zwei neue? Was ist denn hier los? Ach so. Ich krieg hier... Hier trudelt das Handwerkmaterial im Nachhinein ein. Warum das denn? Huh. Oh. Der hängt doch schon länger, würde ich mal behaupten. Fackelkäfer. Und der Sportstrebende Dunkelkling. Wie ist eigentlich so Funkes Verhältnis zu Attentäten? Täten, ja. Genau. Aber ich glaube, so Straight-Up-Mord ist wahrscheinlich nicht so ihr Ding, oder? Ich weiß, dass sie Diebstahl mag. Aber... Lasst sie nicht hinter euch kommen! Das ist, glaube ich, moralisch sehr schwierig zu verteidigen, einen Begleiter zu haben, der so richtig sadistisch ist. Also irgendwie von der dunklen Bruderschaft. Ne, wahrscheinlich noch schlimmer. Oder irgendein Irren. Das muss komischerweise ein Irrer sein, ne? Ein Irre wäre irgendwie komisch. Aber auf jeden Fall ein Begleiter, der sich daran erfreut, wenn du Leute, wenn du Zivilisten da durchst und so Zeug. Und dass das gut findet und du dann Punkte dafür kriegst. Den Typen leider gerade ein bisschen spät gesehen, was ich das. Komm ich zwischen den beiden, ohne gesehen zu werden? Na gut, meine Gelegenheit wird bestimmt kommen. Wie auch immer man in einem Vorstellung Milizionär sein kann. Weiß nicht, diese Betitelung von den Leuten hier ist ein bisschen seltsam, wenn die. Milizionär, der am Porsche heißen würde, finde ich das, glaube ich, besser. Aber hey, gibt es immer eine Quelle oder was? In der Höhle. So. Boah, das ist schwierig. Und wir finden natürlich einen Brief mit Transportplänen, mit einem riesengroßen Messer.
Die Fracht, die ihr sucht, ist auf 3 Schiffen verteilt, allesamt mit Kurs auf die Gonfalon-Bucht auf Hochinsel. Der Adler ist an Bord der perfekte Sprung, die von Himmelswacht segelt. Der Löwe segelt auf Speerspitze von Wegesruh. Der Schlüpfling folgt den Gezeiten von Lilmoth auf den Kamalsfluch. Auf allen Schiffen wurden Magnetsteine platziert, damit wir sie verfolgen, ihren Kurs unauffällig verändern und sie mit dem Sturm erwischen können. Achtet auf Wolken am nordöstlichen Horizont und setzt euch in Bewegung, sobald ihr den Sturm seht. Wenn der Sturm die Ziele nicht tötet, müsst ihr es zu Ende bringen. Der emporstrebende Magus. Ach so, das hat soweit schon ganz gut geklappt, nur das... Sie wussten alles. Wen wir an Bord hatten, wo wir hin wollten. Aber woher? Eventuell vielleicht, weil wir eine Ratte im Team haben. Zum Beispiel... Ich weiß nicht, unser bester Kumpel, unser angeblicher großer Wohltäter. Ich meine, den Krieg zu beenden, indem man alle 3 Oberhäupter tötet, wäre doch auch eine ganz gute Idee, oder? Das spart bestimmt lange Verhandlungen. Wenn du halt jeweils... Ich meine, das ist natürlich nicht gesagt, dass die Nachfolge nicht einfach weiterführen, die ganze Geschichte. Aber es wäre ein Versuch werden, wenn nicht, hast du ja auch nicht viel verloren, oder? Okay, das aufgeregte Lachen von Funke klingt eher wie ein irres Lachen, oder? Jetzt dauert es nicht mehr lang. Sie machen es mir echt schwierig, sie zu Attentätern, oder? Wie lange wollten die da noch stehen? Warum sterben die eigentlich so leicht? Also wie halten die gar nicht aus, ne? Kinders, so kann ich nicht Attentätern. So kann ich nicht arbeiten. Wisst ihr das? Lasst sie für meine Mannschaft bezahlen! Okay, es ist, ich glaube, ich habe hier ein bisschen Team Blutdurst bei. Wo war ich gerade mit Begleitern, die sich darüber freuen, wenn ich Mord und Totschlag mache? Ich glaube, Kalin wäre zumindest in diesem Fall ganz vorne mit dabei. Also wirklich, ich kenne hier niemanden mit der Leidensklinge abdeuchen. Also sich hier auch keiner bewegt. Die stehen alle nur statisch da. Langweilen die sich nicht? Da hätte ein Engine-Update auch mal gefunden. Das ist ein Antimagiefeld. Naja, schade. Das brauchen wir hoffentlich demnächst nicht. Da wäre halt so ein bisschen Banter zwischen den Wachen halt großartig gewesen, wenn die sich immer ein bisschen unterhalten. Ach, so viele Sachen, die ESO mittlerweile hätte nachliefern können. So näher, mehr. Okay, Punkte kriegt dafür XP, aber kommentiert das nicht weiter. Also da war Miri wesentlich kritischer, sag ich mal. Nach dem Attentat gerade hat meine Zauberstufe keinen Ton, wie ihr gerade gemerkt habt. Also absolut leise Infiltration hier. Ich hab gerade irgendwas Kleines mit einer Ratte. Gibt ja auch genau 2 Möglichkeiten, solche Höhlen zu infiltrieren. Entweder wir bringen alle um, oder niemanden. Und da ESO ein selten die Möglichkeit ist, das niemanden umzubringen, müssen wir wohl alle umbringen. Schlagt ihnen die Köpfe ein! Ich weiß nicht, ich bin da relativ ungezielt. Ich hau den so lange komische, dunkle Magiekristalle. Oh, Paktrekruten. Bündnisrekruten. Ja klar, auf so eine wichtige diplomatische Dings würde ich natürlich auch meine Rekruten mitfahren lassen. Wir fähren die Rekruten. 1. Kniet ihr vor den Tyrannen, die diesen Krieg antreiben. Jetzt, unter dem Mantel des Ordens der Emporstreme, wird euer wahres Ziel offenbar. In eurem Spind findet ihr alles, was ihr für eure Mission braucht. Ein Anker-Magnetstein. Mein Spitzname kommt daher, dass meine Augen die Leute an das Funkeln eines Feuers erinnerten. Gut zu wissen. Und ich ein mystisches Siegel. Feuer ist viel schöner. Ja, Funke, ist gut. Ich lese. Platziert den Magnetstein am Fuß des Masts und vervollständigt den mystischen Satz, der darauf geschrieben steht. So werden wir in Position des Schiffs in Kenntnis gesetzt und so werden die Stürme auf dem Meer verankert. Wenn ihr die Wolke aufzieht, seht, zerbrecht das Siegel. Jedes wurde mit einem magischen Impuls versehen. Der Magiker dämpft und verhindert, dass die Tyrannen entkommen. Wenn sie erst tot sind, liegt die Zukunft in euren Händen. Nachdem die Schiffe gekentert sind und an Land gespült werden, kommt zum angelaufenen Ort bei Tor 3 auch, wo euch eure gerechte Belohnung erwartet. Die Idioten sind echt hellkorn. Den kenne ich. Der war an Bord meines Schiffs. Über diese Magnetsteine müssen sie den Sturm auf uns ausgerichtet haben. Also der Magus war nicht mal gut genug, um das selber zu machen. Das ist ja auch ein Ding. Na gut, aber die Idioten sind hergekommen und haben sich ihre gerechte Belohnung abgeholt. Warum hat man auf so einem Schiff überhaupt Rekruten? Bei so einer hochgeheimen Mission würde ich da eigentlich nur erfahrene Veteranen und Vertraute mitbringen, oder? Und nicht irgendwelche Jünglinge. Fürstin Arabelle hatte recht. Verdammt. Wir haben eine Ratte in unseren Reihen. Jetzt schulde ich der Fürstin eine Flasche von Tamikas dunklem Rum. Jemand hat unsere Pläne an den Orden der Emporstrebenden weitergegeben. Und der hat irgendwie Magnetsteine verwendet, um uns aufzuspüren und mit diesem Sturm anzuvisieren. Ja, aber ernsthaft, das war's jetzt? Das sind so ein paar Jünglinge? Ich meine, gut, die Pläne müssen ja trotzdem woanders hergekommen sind, aber... Man würde ja irgendwie ein bisschen mehr Nationalismus erwarten, oder? Bei den jungen Rekruten. Das ist eigentlich unlogisch, oder?
junge Rekruten mit irgendwie Tyrannen und Dings zu machen? Weil wenn du in so einem Königreich groß wirst, dann bist du doch eigentlich das Opfer von der guten Propaganda. Ich nehme an, also gehen wir es einfach davon aus, dass so ein Fantasy-Königreich durchaus in der Lage ist, da mal ein bisschen die Trommel zu rühren, das die Leute zu überzeugen. Ich hätte eher gedacht, dass es, wenn denn du einen desillusionierten Veteranen bei hast, der das gemacht hat, oder? Also eigentlich ist es unlogisch, dass es gerade die jungen Rekruten waren. Ich meine, ja klar, vom Verständnis her würde man erstmal denken, ja klar, die jungen Leute sind noch leicht zu beeinflussen, aber warum sollten die überhaupt so eine jugendliche Rebellion haben, wenn die schon beim Militär sind? Es sei denn, sie hätten sich extra dafür angeschlossen, aber dann müssten sie nicht, dass das Schiff kommt. Also es wäre viel wahrscheinlicher, wenn es ein Veteran gewesen wäre. Es wäre auch glaubhafter, weil... Warum solltest du irgendwelche jungen Rekruten mitnehmen auf die wichtige diplomatische Reise? Dann nimmst du doch gefälligst deine Asbach-alten Grizzly-Veteranen mit, weil die wissen sich zu benehmen. Und nicht, gut, die haben einen alten Hass bei, aber ist, glaube ich, besser als die jungen Rekruten, die voller Propaganda sind und bei der erstbesten Gelegenheit zeigen wollen, wie toll sie sind. Okay, wie viele Leute wirst du von den Plänen der Allianz für noch rufen? Ja, muss ja nur einer wissen. Ich habe auch noch Baccaro im Verdacht. Nicht viele. Fürstin Arabelle, Fürst Baccaro und einige seiner wichtigsten Gehilfen. Die drei Kapitäne, Herzogin Elea und einige Adelige. Und alle, denen die Allianzanführer es anvertraut haben. Also die halbe Menschheit. Wenn es eine Sache gibt, die ich an Königshöfen gelernt habe, dann die. Sie alle lecken wie ein sinkendes Schiff. Also rein technisch gesehen ist es wahrscheinlich auch schwierig, das zu verbergen, oder? Ich meine, mit so einer Reise ist ja auch so ein bisschen Logistik verbunden. Naja, Judy, aber das ist ja jetzt alles nicht so dramatisch. Ich bin hier noch bei Baccaro. Ich meine, Fürstin Elea halte ich immer noch für einen roten Hering, ne? Na gut, standen die anderen Kapitäne miteinander in Kontakt? Wir sind uns ganz am Anfang kurz begegnet. Danach sind wir alle auf verschiedenen indirekten Routen hierher gesegelt. Ich habe mich erst mit den anderen Schiffen getroffen, als wir schon fast beim Archipel waren. Wie dem auch sei. Ich schätze, dies zeigt uns, wie der Orden der Emporstrebenden seine Mittelsmänner belohnt. Ja, eigentlich komisch, ne? Naja, gut, aber warum sind sie nicht überhaupt gemeinsam gefahren? Ich meine, haben sie als große Flotte nicht viel bessere Chancen? Ich meine, geheim, ist ja schön und gut, aber... Ja, gut, wir machen abgesehen, dass die ganze Flotte nicht, die sowieso total dumm ist. Kann man nicht die Flotte losschicken und sich dann stattdessen rumteleportieren? Okay, also was meinst du denn? Du hast die beiden Typen, das sind zwei Typen tot, ich sehe keine drei Leichen. Diese Verräter haben den Sturm und die Schiffsunglücke überlebt, um hierher zurückzukommen. Genauso, wie man es ihnen aufgetragen hatte. Und was war der Lohn für ihre Mühen? Eine Klinge ins Herz für jeden von ihnen. Kommt schon. Verschwinden wir von hier und erzählen wir es Fürstin Arabelle. Ja, ich bringe diese Information so schnell wie möglich zu Fürstin Arabelle. Okay, das ging jetzt gerade überraschend schnell, das Ding hier zu erkunden. Ach nee, es sind drei Leichen. Komm hier wieder raus. Okay, Leute, ich probiere mal was. Stuck. Ich stecke fest. Ja, weil der nächsten Weg schon auf die neue. Wer ist? Ernsthaft? Also Stuck macht nichts anderes, als mich raus zu teleportieren. Das ist ja interessant. Das war früher in alten MMOs, war das mal so ein Ding, wo du noch ein Ticket für aufmachen musst, wo du noch darauf achten musst, dass sich ein Hitman rettet. Dann haben sie halt so tolle Sachen wie Heimsteine entdeckt. Aber ich glaube, ich bin wirklich Stuck hier, oder? Oder, ich kann eventuell. Ach, verdammt! Die Animation ist nur oben. Ich dachte vielleicht, dass das, wenn ich nicht an der Feuerstelle stehe, oder wenn ich aufstehe. Nee, das ist schleichen. Da kann ich einfach rausschleichen. Ah, nice. Ich stuck. Das ist ja cool. Wir sind heute nicht mehr drüber geredet. Also früher in ganz alten MMOs musstest du für so einen Scheiß dann irgendwie tatsächlich irgendwie ein GM rankriegen. Das sieht das so aus, als würde ich rauskommen! Man kommt da wirklich nie raus. Okay, gut. Kann ich mich direkt aus der Höhle einfach so raus teleportieren? 5 Meter weiter. Ja, okay, gut, aber auch. Naja, das wäre aber höchstens relevant, wenn du halt irgendwo bist, wo du nicht teleportieren kannst, ne? Aber interessant, dass es geht. Naja, gut, okay, wir sind wieder draußen. Das war der Ort, der Emporstrebende. Das lief jetzt ja super, ne? Was für eine Grotte war das jetzt? Achso, dann kann ich mal, wenn ich schon mal hier in der Nähe bin, kann ich ja zumindest gleich nochmal hier runterreiten, nochmal zu diesem... Der hat so ein Tor! Zu dieser Grotte gucken, ob es da eine Quest für gibt. Ja, es gibt dafür in der Tat eine Quest. Knappe Rajan. Ah ja. Ihr da! Hier drüben! Ja, der wird immer ein bisschen... Wo ist denn hier der Eingang eigentlich? Hä?
Oder fährt man hier mit Schiff denn irgendwie los? Achso, Grauensegler. Über das Grauensegel haben wir auch noch nicht so wirklich was erfahren, oder? Oder machen wir was über das Grauensegel erfahren? Weil die Piraten haben wir jetzt auf jeden Fall schon öfter gesehen. Aber... Grauensegel? Sieht nicht so aus, ne? Vivek 36 leeren. Ich habe gerade mal 4 Stück davon gefunden. Gut, ich hätte sie auch im Papierform. Ich könnte sie einfach so vorlesen. Was haben wir denn bei den... Oh, dass die Bücher nicht geordnet sind nach Regionen, ne? Also, beziehungsweise Ausidium-Archiv. Und dann aber hast du halt auch Werke aus Wadenfell. Das ist halt komplett nicht logisch. Vielleicht auf dem Englischen. Oder hier, Schriften der Systrin. Genau, ich würde mich mal gucken. Die Flotte aller Flaggen, im Porsche-Manifest. Bei der Friedgeborenen Drensee, der Spiegelweg, die Flotte aller Flaggen, die Geschichte der Systrin. Es fehlt noch Band 1 und Band 4, so wie es aussieht. Und 3. Okay, uns fehlt noch alles. Die gestandhaften Ritterorden von Systrin, Band 2. Ja, Band 1 habe ich auch noch nicht gefunden. Mittleren Waller und die Spur. Achso, das ist von hier. Eine Geschichte vom Schiffbau, Band 1 von 27. Das gibt nicht. Ach, guck mal, in der Gewalt des grauen Segel. Ein Bericht von Seefahrerin Larissa Brunnen. Okay, komm, das lesen wir jetzt gegen Abschluss mal vor, weil wir gerade die grauen Segels gesehen haben und ich jetzt irgendwie die Episode sowieso nicht mehr voll kriegen mit irgendwas. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn du jetzt keinen Bock auf Bücher hast. Ansonsten für den Rest lese ich noch kurz diesen Mist hier vor. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. In der Gewalt der grauen Segel. Ein Bericht von Seefahrerin Larissa Brunnen. Der Wind blies gegen Norden, als wir in See stachen. Ein verheißungsvolles Zeichen, doch ich wusste, dass ich ihm nicht trauen durfte. Weh mir und meinem verfluchten Schicksal. Wenn dieser Bericht überlebt, dann überlebt er auch mich und meine arme Haut. Sollte er nicht vom Meer verschlungen werden, was sicher der Fall sein wird, dann wisset, dass ihr die letzten Augenblicke von Larissa Brunnen in Händen haltet. Gedenkt meiner an Güte und segelt mit besseren Winden als ich. Unser Schiff, die Erntefreud, hatte Kurs auf Deutschsturz gesetzt mit einer Ladung Froschmetall. Wir hatten kaum den Hafen verlassen, als ein unnatürlicher Nebel sich über den Wellen bildete. Da wir so die Gefahren des Meeres vor uns nicht mehr sehen konnten, ließ Kapitän Thüne die Segeln bergen. Wir kamen seinem Befehl eilig nach und verknoteten Seile, um alles zu sichern, was lose war. Es dauerte nicht lange, bis wir völlig blind waren im dichten Nebel, der uns umgab. Ich wagte kaum, mich zu bewegen, aus Angst, über Bord zu gehen. Formen bewegten sich im Nebel. Das Deck knarzte traurig unter meinen Füßen. Die grauen Weiten verdunkelten sich und blieben weit länger auf dem Deck als jeder normale Nebel, den ich bisher gesehen hatte. Doch das Überraschendste war das leise Wehklagen, das aus Nestals Kehle emporstieg. Der alte Waffenmeister war immer totenstill gewesen, abgesehen von den Geschichten seiner früheren Reisen, die er uns im Suff auftischte. Die plötzliche Panik von Nestal, der für seinen Teergriff bekannt war, schwappte wie die Flut über das Deck. Das Geräusch lenkte mich so sehr ab, dass ich die Gestalten nicht merkte, die plötzlich hinter mir standen. Später erwachte ich mit grauenhaft pochenden Schädel und ich besah mir meine Verletzung an. Die Wunde am Kopf war die auffälligste, dicht gefolgt von einer klaffenden Scharte an meinem Knie. Letzterer verband ich, so gut ich konnte, bevor ich mich umsah. Nestor und ein paar andere lagen in meiner Zelle, mit blutigen Köpfen und windelweich geprügelt. Ich zählte 20 meiner Kameraden im Laderaum, allesamt in Käfigen und an Ketten. Über uns ertönten Schritte und meine Finger wurden kalt. Auf dieser Route gab es nur eine Gefahr, die in der Lage war, Nebel zu rufen und sie zu nutzen, um unsere gesamte Mannschaft lautlos auszuschalten. Die grauen Segel. Und diese Piraten haben unser Schiff geentert. Einen nach den anderen schleppten die furchterregenden Meereselfenpiraten weiterer blutige Matrosen in den Laderaum. Die anderen, die starr vor Angst auf den Deck über uns standen, warteten Nebel, bis sie damit dran waren, auf den Kopf geschlagen und weggeschleift zu werden. Ich versteckte mich nicht und ich tat auch nicht so, als sei ich bewusstlos. Aber ich muss zugeben, dass ich meine Stimme auch nicht erhob, um sie zu warnen. Was hätte das schon gebracht? Die an Deck hätten sich mit größerer Wahrscheinlichkeit gegenseitig angegriffen als die Meereselfenpiraten. Niemand entkommt dem grauen Segel. Wer es versucht, weiht damit nur seine ganze Mannschaft im Untergang. Ich weiß nicht genau, warum ich diese erste Nacht überlebte. Nachdem Kapitän Thüne sich ergeben und dem Anführer der Meereselfen sein Schwert ausgehändigt hatte, nahmen die Dinge eine blutige Wendung. Sie durchbohrten ihn und warfen seine Leiche über Bord. Jeder, der tödliche oder anderweitige hinderliche Wunden erlitten hatte, teilte sein Schicksal. Ein schneller Schnitt und ein langer Sturz in die gnadenlosen Wellen unter uns. Die Meereselfen hatten augenscheinlich keine Freude an dem Morden. Ich glaube, sie betrachteten uns weder ihres Vergnügens noch ihres Mitleides würdig. Einige Piraten kehrten dieser Nacht auf ihr Schiff zurück. Der Rest blieb, um uns im Auge zu behalten, um unser Schiff zu lenken. Wir wischten einen Wind gegen Süden, der aus dem Nichts kam. Als klar wurde, wohin der Kurs ging, heulte Nestor erneut auf. Sklaverei, sagte er. Wir waren verloren. Sie hingen ihn an den Knöcheln auf, bis sein Wehklang verstummte. Sein Gesicht, lila wie ein blauer Fleck und aufgeschwollen, hängt noch immer unter dem Hauptsegel. Jetzt picken die Möwen daran herum. Ich fürchte, dass auch meine Stunde bald geschlagen hat. Die Wunden an meinem Knie hat eine schreckengrüne Farbe angenommen und es stinkt schlimmer als fauliger Fisch. Sonderlich weh tut sie nicht, aber ich weiß, wie eine Entzündung aussieht. Unter normalen Umständen würde der Schiffsarzt mich festbinden lassen und die schlechten Stellen herausschneiden, aber da wir jetzt die grauen Segeln das Sagen haben, ist das eher unwahrscheinlich. Sie werden mich töten. Hoffentlich ist die Entzündung schneller.
Ich möchte lieber über den kalten Wellen sterben, als darunter. Ah ja, okay, also das ist das Grauensegel. Hat man das auch geklärt? Denn hauen wir die nochmal kurz um, so als Rache. Guck mal, Jungs. Den tun wir auch mal da mit drei Dingen. Was sind das denn nochmal, Oma? Versucht in Bewegung zu bleiben. Oh, guck mal, sie kann eine Schlange beschwören. Cool. So, okay, gut, hätten wir das. Wer war er? Naja, auf jeden Fall wurde er durchgelöchert. So, schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiteren Spuren nachgehen. Macht's gut bis dahin. Ich wünsche euch was. Habt noch einen wunderschönen... Achso, warte, hat sie was gegen Nero? Gut gemacht. Ernsthaft? Also wie zu lassive Animationen das aussaugen. Jetzt muss ich mit Vampirismus 1 wieder rumrennen. Arr. Nee, ist... 4 Stunden lang. Junge. Naja, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.